Zum 15. Mal wurde dieses Jahr der Ökumenische Predigtpreis in der Schlosskirche der Universität Bonn verliehen. Der Preis für die beste Predigt ging an den evangelischen Pastor Andreas Brummer und Hüb Osterhäus wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Gestiftet wird der Preis vom Verlag für die deutsche Wirtschaft. Vorstandsmitglied Helmut Graf möchte gute Predigten fördern. Denn nur wenn wir über interessante und Themen, die die Menschen hereinzieht und mitnimmt, werden wir schaffen, noch mehr Menschen wieder in die Kirche zurückzubringen und mehr für die kirchlichen Dinge oder Dinge zu begeistern. Begeistert waren die Besucher der Preisverleihung auf jeden Fall von den diesjährigen Preisträgern. Auch der Vorsitzende der Jury, Wolfgang Thienmann, war mit der Wahl der Preisträger sehr zufrieden. Andreas Brummer hat eine Predigt abgeliefert, in der er einen ganz alten Christushymnus ganz radikal modern ausgelegt hat, mit der Abwandlung eines Buchtitels »Ein Mann will nach unten«. Ihm ist beispielhaft gelungen, damit das alte Wort der Bibel für die Gegenwart auszulegen, so dass es unmittelbar zu einem spricht. So haben wir gedacht, muss Predigt sein, so und so gelingt sie. Brummer, der aus einem katholischen Elternhaus kommt, bedeutet der Ökumenische Predigtpreis sehr viel. Weil es zwei Stränge verbindet. Ich nenne das meine katholische Wurzel und die evangelische Pflanze. Und es freut mich ganz besonders, weil es mit dieser Predigt verbunden ist, weil in dieser Predigt auch theologisch sich beides vereinigt. Für sein Lebenswerk wurde der niederländische Dichter und Liedschreiber Hüb Osterhäus ausgezeichnet. Er selbst war einmal Jesuit und Priester. Da sich seine Studentengemeinde 1970 nach Streit um Zölibat und das Priesteramt von der katholischen Kirche abwandt, ist Osterhäus in katholischen Kreisen umstritten. Wir haben einen Moment innegehalten und gefragt, ob diese Entscheidung für die katholische Kirche eine Herausforderung bedeutet, haben uns dann aber vergewissert, dass Hüb Osterhäus ja im neuen Gotteslob seinen Platz bekommen hat. Und in dem Moment wussten wir auch, dass diese Preisverleihung keine irgendwie antikatholischen Obertöne hat, sondern dass wir damit jemand würdigen, der auch für die katholische Kirche, gerade für Lieder und Gebete in der katholischen Kirche sehr, sehr wichtig ist. Für Osterhäus, der den Terror der Nazis noch miterleben musste, war Deutsch lange Zeit die Sprache des Feindes. Als er 1994 das erste Mal sein Lieder auf Deutsch gesungen hörte, fiel dieses bedrückende Gefühl von ihm ab, wie sein Mitarbeiter erklärt. Das war so eine Neuentdeckung auch der Möglichkeiten der deutschen Sprache, auch seine Sprache der Hoffnung. Und das war für ihn sehr wichtig. Und jetzt ist es auch wichtig, dass er dann jetzt hier steht, um dann diesen Preis in Empfang nehmen zu können. Das ist eine große Ehre für ihn. Eine Ehre, die die Besucher der Preisverleihung den Preisträgern gerne bereiteten.